Ja, ja, ich weiß auch nicht, was du hier gemacht hast. Aber nee, da ist ich mein Pelloch nicht hochgelegt. Nur an sich gedacht. Nur an sich gedacht. Nein, ich habe an den Tisch gedacht, dass er stabil ist. Hallo. Hallo. Hallo, hier gibt es Partynüsse. Partynüsse. Es stehen alle vier Tassen bereit. Hier steht eine Flasche. Waschmilz. Hat man schon ein, zwei Mal mit. Irish Whiskey. Wir haben uns nämlich jetzt eine geile Kneipentheke gebaut hier im Wald. Mhm. Und den tun wir jetzt direkt einweihen. Mhm. Mhm. Mal noch brennt das Feuer. Ihr habt ein bisschen was verpasst. Das blenden wir jetzt nach unserem Einschank ein und dann sehen wir uns dann auch gleich wieder. Mhm. Mhm. Was ist denn mit dir? Jetzt hat doch mal 40 Jahre. Mensch, jetzt kann auch schnelle scheiß Nüsse fressen. Los, Schnaps ran. Taubes Nüsschen. Schnaps. Wasser, Topf mit, Nico. Also ich muss irgendwo mein Fell hin tun. Ich weiß nicht wohin. Gibt's ja. Nee, wo willst du es tun? Da hin, bei meiner Decke. Ich tue es oben auf mein Schild. Auf Nico. Meinen Schild. Nico, du verrätst schon wieder zu viel. So. Das Schild weg. Fühlt sich an wie so ein Baby. Könnte auch genauso schwer sein. Da haben wir eine Riesentitte. Was ist das? Das ist eine Tatonga Bowl. Eine was? Eine Tatonga Bowl. Ein Bowl heißt was? Ja, ja. Schüssel, ja. Nicht Teller. Ja. Aber vom Prinzip her ist es einfach nur ein sauhoher Teller. Ja? Das ist Bowl. Da macht man Bowl drin. Naja, Bowl, weil das von einer Stück Bowlingkugel. Das ist eigentlich eine alte Bowlingkugel-Pressform. Jawohl. Das ist ja. Ich sag's dir. Nico hat wieder sein gutes Butterbrotpapier mit, hä? Butterbrotpapier? Ja, das sieht aus wie so ein räudiges, ranziges Butterbrotpapier. Das kann was. Junge, das ist gewachstes Butterbrotpapier. Leinenzeug, ja. Kann was ist keine Leine. Das ist auch kann keine. Was ist Baumwolle. Nein, das ist Leine. Ach nee, was ist Leine? Lein ist auch eine Naturfaser, aber keine Baumwolle. Ja, ich weiß, das ist wie wenn du Tulpen mit Rosen vergleichen würdest. Ich weiß, würdest. Dass du das aus dieser Pauli-Geschichte kennst. Als der sich seine Hose machen lässt. Selbst auch so. Guck mal, ja. Seid froh, dass ihr nicht hier seid. Ja? Ihr werdet in den Wahnsinn getrieben werden. Ihr werdet einfach nur noch schreiend aus dem Wald rausrennen. Ah. Tino würde gern dass die Plane erstmal aufspannen, aber der feine Herr will erstmal seinen Kaffee saufen. Das heißt? Es ist traditionell bei uns, wenn wir kommen ins Buschkraftcamp oder irgendwo hin oder woanders, wo wir lagern, als allererstes trinken wir einen Kaffee oder einen Tee. Ich meistens einen Tee, Josef einen Kaffee. Warte mal, ich hab Tee mit, oder? Hast du manchmal Kaffee? Hast du Kaffee mit? Nee, der Ricky hat immer Kaffee. Ricky macht auch Kaffee. Ist auch scheißegal, erstmal was Warmes trinken, ist ganz schön kalt. Hast du deine Kaffeebox mit? Eine Kaffeebox? Und wo du deinen Scheiß drin hast, dein Tee und sowas. Du hast doch bestimmt mal Kaffee drin, oder? Nee. Hast du Tee drin? Ewigkeit nach dem Kaffee gestopft. Oh, Josef schmeißt gleich wieder sein Strahlentriebwerk an. Ja, die Turbine. Das war das letzte Mal, aber sehr speisend. Ja, wahrscheinlich die Gasflasche wieder alle waren. Die waren auch alle drin, ja. War gut. Wenn du heute Nacht wieder dein Loch in mein Loch steckst. Du hast mich angeplapst. Dein Loch in mein Loch. Naja, hier dein Schlafsackloch in mein Schlafsackloch. Also ein garstiger Zünger. Garstiger Zünger. Ja, da war's nicht. Oh, das ist widerlich. So richtige Hängetüten. Hängetüten? Das sind die Tüten von Oma. Omas Glühweinbude. Ist der beste Glühwein, den es gibt. Mein Bruder liebt das Zeug. Du könntest ja mal was einblenden jetzt an der Stelle vom letzten Jahr. Ja, aber die haben ja nicht gesehen, wie ich mich übergeben habe. Ach so, hä? Haben wir das nicht gefilmt, wie du kotzt hast? Nein, ich war mitten in der Nacht, da war mir schlecht geworden. Stimmt, da hat Tino in den Wald gekotzt. Ja, nicht weil ich zu viel getrunken habe, weil es einfach nur räudig ist. Nee, das ist geil. Das ist, man sagt ja immer, Glühwein aus dem Tetrapack, ja, ist eigentlich was für Assis, aber das aber, ist einfach gerade zu Weihnachten, ja, ist glaube ich ein Glühwein nicht verkehrt. Ja, nee, das liegt, ist keine Frage. So wie heute, ja? Zu Weihnachten. Herrlich, na, was gibt's heute Abend? Heute Abend. Wir haben jetzt gerade unser Feuer angemacht. Es war jetzt ein bisschen schwierig. Der Grund hierfür ist, es ist alles nass. Unser Holz wurde das letzte Mal nicht sauber gelagert. Mehr sage ich dazu nicht. Aber die große Frage ist jetzt, wo kriegen wir unser trockenes Holz her? Es gibt immer ein paar Sachen, die sind in der Regel immer trocken. Wenn man natürlich jetzt 7 Tage am Stück Dauerregen hat, dann wird es selbst bei der Variante schwierig. Was immer gut ist, schaut immer mal nach oben.
Manchmal hängen so Äste drin in den Bäumen. Oh ja, da ist jetzt runtergefallen. Die sind meistens trocken, weil die günstig nach unten hängen. Was auch gut geht, ist gerade zum Anzünden, sind oftmals diese kleinen Äste bei den Fichten. Das ist immer super Stoff zum Anzünden. Und wie gesagt, meistens hängen irgendwo in den Bäumen größere Äste drin. Wir gucken mal, ob wir noch einen finden. Da zeige ich euch das. Und damit kriegt man zumindest erstmal das Grundfeuer hin. Die Holzscheide selber muss man dann schön im Kreis legen zum Trocknen und dann wird das schon was. Super Beispiel haben wir hier. Der hängt ein großer drin und der ist auch trocken. Ist schon ziemlich morsch, aber trocken. Für den Anfang reicht das völlig aus. Lalalalalala. Lalalalala. Lalalala. Alter, das ist Inferno. Ja. Es wird wieder widerlich. Komm mit. Es wird kulinarisch. Wird's gar nicht. Wenn Josef kocht, wird's nie kulinarisch. Für mich ist es kulinarisch. So, Josef hat schon wieder hier übelsten Wurstring mit. Ja, das heißt, wie das letzte Mal. Warte, ich muss auf die andere Seite. Ja. Dass dein Fett verbrennt. Ja, mach doch nicht, da ist genug hier noch dran. Ich denke, das ist Wurst. Ist doch Wurst. Ja, weil du gesagt hast, scheiße. Nein. Wir haben diese Messerrille rein. Guck mal, diese Fattenspampe. Geil. Was das ist. Das kann man auch deutlich schöner machen, eleganter. Wie? Ja, indem man mit frischen Lebensmitteln macht. Und nicht frisch. Immer diese Pampe, das ist nicht frisch. Josef Beutlin. Ich habe jetzt eine Doku über die Mongolei gesehen. Die Eingeborenen dort, die machen ja, die jagen ja mit Adlern, mit Steinadlern, ne? Kasachische Steinadler. Und da haben die halt Wölfe und Füchse damit gejagt. Ja, und der Steinadler, zum Beispiel, wenn da ein Wolf erlegt, da fliegt ja ungefähr, was wiegt denn so ein kasachischer, 7 bis 8 Kilo, so ein Weibchen. Der Steinadler tötet einen Wolf. Komm zu Butter. Und wenn so ein Steinadler einen Wolf erlegt, muss er gucken, was an der Beschleunigung, der hat ja durch das Gewicht ein enormes Potenzial an genetischer Energie, ne, die da auslöst. Der tut hinten in den Wolf mit den einen Fuß reingreifen. Während der Wolf dann dabei umfliegt oder umgreift, nimmt der Adler mit der anderen Seite den Wolfskopf oder die Wolfsschnauze und bricht ihm so das Genick. Also du willst mir erzählen, dass ein Vogel, Banane oder was? Dass ein Vogel dem Wolf die Wirbelsäule durchbricht. Ja. Indem er den verbiegt oder was? Ja, der tut den Kopf umzerren, ja? Na klar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schick uns mal den Link, das will ich sehen. Nein, ich hab mich da mit dem Falkner unterhalten. Bleib mir das erklären. Lass dich mit dem Falkner unterhalten. Ich dachte, der scheiß Vogel, der fliegt einfach, der sieht irgendein Opfer. Ach, das ist doch ja. Fliegt die ganze Zeit über den drüber und kreischt. Quatsch. Der Jäger weiß, wo er ist. Und dann nein, das ist doch Quatsch. Die Mongolen, die zeigen den Adler, was er erlegen soll und das macht er dann auch. Also ein Steinadler, der einem Wolf das Genick bricht. Ja, genau. Aber indem er den Hinterlauf packt, der Wolf schnappt rum, um sich den Adler zu schnappen. Ja, im Idealfall fliegt der Wolf. Und in dem Fall schnappt er sich dann den Kopf mit dem anderen Fuß. Also sprich so hier, ich halte ihn hier so fest und dann kommt der Wolf rum und dann mache ich so. Ja. Das geht, nein, das geht alles so blitzschnell. Das, ja, na klar. Aber der Wolf kann sich doch sein eigenes Arschloch lecken. Das heißt, er biegt ihn so rum, wie soll denn da das Genick brechen? Also er ist ja eigentlich in der Lage, sich selber den Schwanz zu fangen. Na weiter, da kannst du dich doch nicht so zusammenklappen. Irgendwann ist der Punkt, wo einfach der Kopf, wo dann die Wirbelsäule davon bricht. Ja, okay, dann müssen wir mal angucken. Ich habe davon noch nicht gehört. Klingt fantastisch.
Rudolf, das Rentier, sitzt am Feuer. Herrlich. Das sieht aus wie dem Ding. Herrlich, ich habe mich ein paar gewöhnt an das Gebimmel. Ja. Ich wollte mir jetzt zum Mittag Kriegsbrei machen in meinem Mini-Dutch-Ofen. Problem ist, ich habe die Milch vergessen. Habe aber zufälligerweise ein großes Stück Butter mit. Ich werde jetzt Wasser zum Kochen bringen, ein großes Stück Butter drin lösen. Und dann werde ich meinen Kriegsbrei machen und mal gucken, wie die ganze Sache schmeckt. Und ich werde jetzt nicht mit Wasser und Butter Milchersatz erzeugen können, aber es sollte zumindest nicht mehr nach Wasser schmecken. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wenn eine Milch eine 3,5% Fettgehalt hat bei 500 Millilitern, dann bräuchte ich 3,5, 9, 12, 15, dann bräuchte ich 17,5 Gramm, 100% des Fett. Das hieße, wie viel Fett hat die Butter? 0,1, das heißt, du brauchst ungefähr 17 Tonnen Butter. 82%, also machen wir mal rund 18 Gramm, 20 Gramm Butter rein. Bist du ja sicher? Nee, eigentlich nicht, dann machst du einfach nur... Warum? Warum bin ich mir... Warum? Na, weiß ich nicht. Mit was hast wenn, du denn so wenn ein Liter Milch 3,5% hat, dann sind ja. Das 3,5% Fettgehalt. Kannst du dir ja runterrechnen auf ein Liter. Dann sind wir bei 35 Gramm Fett, der an der Milch gelöst ist. So, wenn die Butter 82% Fett hat, ja. Hast du bei 1 Kilo 820 Gramm. Fett. Ja, stimmt. Gehalt. So, und das kann man natürlich leicht runterrechnen. Ja, hast du recht. Action. Bin noch nicht fertig. So. Muss noch Klumpen noch mehr zerstreuen. Noch ein paar Minuten ziehen. Ja, da wird schon halb kalt jetzt hier. Das sieht ein bisschen räudig aus, das Ganze. Ein bisschen. Na dann hauen wir rein, das Ding, die Löffel. So, jetzt muss ich noch ein bisschen ziehen. Dann wird es hoffentlich noch ein bisschen fester. Und dann wird mein Zucker und Zimt das alles retten. Das sieht aus wie warmes Fett. Es ist auch schlecht, ich habe auch kein Quirl mit. Ich war wieder mal so schlau. Wie Klumpen. Mit Klumpen dann. Und hat man wieder nicht dran gedacht, dass man für sowas eventuell ein Quirl braucht. So, Zimt habe ich jetzt gerade reingemacht. Leider habe ich vergessen, die Kamera anzumachen. Herrlich. Also auf jeden Fall sieht das schmackhafter aus wie Josef seine Wurstbrühe. Das glaube ich nicht. Das, also, ne. Oh, das ist eine Brühe. Nee, du kleckerst, du sitzt auf meinem Platz, Junge. Angeschlichen, der Sack. Das sieht irgendwie so vernünftig aus. Was ist denn mit dir? Die Karte der Liebe. Weil hier ist die übelste Wasserblase auf der Linse irgendwie. Das sieht aus, guck mal. Ricardo ist jetzt im Fokus. Komm mal her. Ricardo lebt in einer Blase. Das sieht krass aus. Blase. Ricardo ist in einer Blase. Ja, da werde ich wahrscheinlich wohl mal die Linse sauber machen müssen. Da ist die übelste Wassertropfen drauf. Ja? Ja, gut. Linse dreckig. Alles klar. Hallo Ricardo. Hallo. Da muss man bitte Vorsicht machen, nicht dass ich wieder stürze nachher abends, wenn es dunkel ist. Da streuen wir bitte. Wie streut man am besten? Indem man sägt. Ah, Tino, was ist denn passiert? Wir sind bei der Wochenschau. Ah, ich habe mich geschnitten. Uga, uga. Ich habe ganz schnell was machen wollen und habe mich mit einem... Mal hier das Ding ab. Wenn eine Frau sieht, würde mich lynchen. Ja? Mit dem Messer. Es ist übrigens mein Messer. Ja. Aber ich habe erwartet, dass wir alle die Messerschulung hatten vom Sie. Der Sicherheit. Ja, weil wir das nicht jährlich machen. Ich habe vergessen, wie es geht. Mhm. Gleich schneidet es der nächste. Ich sehe es kommen. Nee, bestimmt nicht. Ah, der Schnitt ist nicht ganz ohne. Ja,
Wenn wir uns ja auch mal wieder zeigen. Ne? Ja, wir sind jetzt viel, es bestimmt jetzt anderthalb Stunden sind vergangen. Ich saß jetzt anderthalb Stunden auf der Bank, damit es aufhört mit Bluten. Aber Schwester Joy hat das super gemacht. Schwester Joy. In meinem nächsten Leben werde ich halt einfach Hand- und Wiederherstellungschirurg. Das ist genau mein Ding. Ich habe bestimmt zwei Taschentuchpackungen verputzelt. Jetzt haben sich alle beide von Ihnen mal in der Hand geschnitten, ne? Ist doch nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Du hast, Nico hat sich ja gleich entgliedet. Nee, das ist ja nicht das erste Mal. Entgliedet, das heißt entmannt. Wir haben auch noch was auf Film, gell? Wir können es mal einblenden. Ich habe mir übrigens ganz leicht den Finger gehackt beim Holzmachen. Der Finger war fast ab. Ja, es hat ganz schön geblutet. Wir haben einen kleinen Druckverband gemacht. Ja, es geht wieder. Wir müssen nicht zum Arzt, wir mussten nicht abbrechen. Schon. Ich sag mal so, beim Arzt, der hätte es wahrscheinlich getackert. Das war schon ganz schön tief. Es ist immer noch ganz schön tief, aber... Er heult immer noch rum. Hört ihr das? Ach, hier? Wo er sich in den Boden geschnitten hat. Die Thüringer Waldtour. Genau. Das ist Jahre her. Jeder hackt sich mal in den Pfoten oder schneidet sich mal. Das ist wenn bei dem Hobby. Das ist immer so, wenn du immer draußen rumrennst. Mhm. Aua. Mhm. Eins macht bitte nichts in Eile, so wie ich. Genau. Immer in Ruhe machen. Und das als Sicherheitsbeauftragter. Den Titel lege ich mittlerweile ab, weil irgendwie jeden letzten Video ist mir entweder der Axt fast auf den Fuß geflogen oder irgendwelche anderen Sachen. Also den Titel, der wurde mir aberkannt. Ricardo, würde ich den Titel zureichen. Was? Als Gadgetman. Ach, Gadgetman. Mit ausreichend Sicherheit. Ja, apropos, hier, wir haben unser neues. Zeig mal nachher nochmal am Nahen. Unser neuer Gadget des Tages. Es wird langsam ganz schön dunkel, gell? Ja, ja. Wir müssen wieder unsere Licht aufbauen, Lichttechnik. Luke und Lukas. Mhm. Lichttechniker bitte ans Set. Oh, Alter. Oh, geht das jetzt schon los? Ich wundere, dass das für immer nicht losgeht. Ja, dann. Gentlemen und Gentlefrauen. Zur Bohle. Zur Bohle. Auf unsere Holzbank. Neue Schnapstäger. Herrlich. Ja, schöne Bild ist der. Oh ja. Alter, ich trinke viel zu selten. Herrlich. Bei meinem Bruder geht das runter wie Wasser. Das ist auch ein Wässerchen. So ist halt das Dorfleben. Mich zittert. Im ganzen Körper. So ist das Dorfleben. Du siehst auch ein Haarbiet hat er drauf. Ja, ich weiß. Ich muss meine Haare jetzt lang wachsen lassen. Das ist alles für Spielfilm, wo ich mitwirken soll. Stimmt, eine neue. Der neue Rambo oder was? Eine neue Terra X Folge. Nee, ich hab gesagt, Lebowski 2. Terra X Folge. Ich überlege gerade, was das Thema sein sollte. So ein Ureinwohner in Südamerika spielen. so ein. Weiß nicht. Gerade da musst du so aber Feuer. Gerade da musst du doch Feuerwasser trinken können. Ja, das stimmt. So, dann gehen wir mal den gemütlichen Teil über. He? So sieht's aus. Warte, nochmal aufschrauben. Gut, alles klar. In diesem Sinne, Prost. Wir haben hier sogar eine Beleuchtung, ne? Das ist nicht mehr. Kannst du. Wir haben alles, die Thekenbeleuchtung. Ja, der Ricardo, der bringt mittlerweile so viel Zeug mit. So viel Gadgets vor allem, so viel Zeug. Das nächste Mal noch eine Spiegelkugel dabei. Eine was? Eine Disco-Kugel. Entschuldigung. Eine Spiegelkugel. Nee, das nächste Mal nehmen wir das Reiserisiko mit, da können wir hier Risiko spielen. Das wäre krass. Ich spiele euch schon was nicht. Wieso denn? Risiko oder Herr der Ringe-Risiko? Weil ich euch dann ins Feuer werfen müsste. Warum denn? Du kannst mich nicht verlieren, hä? Spiel mal einfach nur Mensch, ärgere dich. Nee, mit euch ist das bestimmt. Das hab ich sogar als kleines Spiel. Das Problem ist, dass wir halt extrem krasse und fiese Strategen sind. Ja, das stimmt. Ich würde meinen eigenen Bruder ins Feuer werfen, nur um zu gewinnen. Mhm. So richtig so. Die würde ich auch so ins Feuer werfen, ohne zu gewinnen zu wollen. So, genug, alles genug jetzt. Los, los. Spontaner Aufbruch, weil es regnet. Wenn ich aufbruch. Naja, ich wollte mich ein bisschen Action reinbringen. So. Leute vielleicht denken, ach du liebe Güte. Wenn du bist noch hier drauf. So. Gut. Wir haben sogar extra das Holz abgedeckt. Es fängt an zu regnen. Also so eine Mischung aus Schnee und Regen, ja? Leichte Aufbruchstimmung ins Zelt. Schnee, ja. Ein Shelter. Ein Shelter. Ach ja, es ist Muschi-Bubu-Stimmung im Shelter. Haben wir schon lange keine Aufnahmen mehr gemacht. Mhm. Vorsicht mit dem Licht. Ja. Ja, ihr hört es, es tröppelt. Feuer ist an, hoffentlich überlebt es das. Sonst haben wir einen Mond. Mhm. Da gibt es halt nur noch Nüsse zum Abendbrot und keine
geilen. Burger! Alter, das ist ein Kunde. Es soll jetzt ungefähr eine Stunde regnen. Wir haben es jetzt ungefähr. Ich weiß gar nicht. Hat aber eine halbe Stunde früher angefangen, wie erwartet. Nicht gelesen. Oder? Das ist zählt, oder? Ja, Licht zu filmen ist immer schlecht. Ja, Entschuldigung, ich kann halt noch eine andere Seite. Aber wir haben ja jeder genug Nüsse. Ah. Jeder hat eine eigene Tüte Nüsse diesmal mit. Ja. Nein, ich habe Brezelsnacks mit. Ricardo, ich bräuchte noch mal ganz kurz ein bisschen Buschmilch. Gut. Oh. Der feine Herr. Ich hab die Flasche mitgebracht, hallo. Wie ich immer eigentlich fast die Flaschen mitbringe, ja? Ja. Dafür bekoche ich dich ja auch immer gerne. Was ist mit den anderen zwei? Tja, das sind halt Schmarotzer. Schmarotzer. Der eine ist mehr oder weniger erfolgreich als der andere. Das sieht man am Körpervolumen. Alles andere könnt ihr euch jetzt gerne ausdenken und in die Kommentare schreiben. Wer ist der erfolgreiche von den zweien? Der liebe Nico oder der liebe Josef? Und der liebe. Oh Nico, vor allem lebst gefährlich. Ne? Du weißt, dass da der Hintern ist von Josef auf Höhe deines Gesichts. Und Josef heute König der Damenbinde spielt. Wie immer. Ja, heute kriegst du dir drauf. Das hat mir nicht mehr gefallen. Könnt ihr auch mal wieder klatschen. Wir könnten ja eigentlich auch mal die Schlafposition durchmischen. Nein, die wird nicht gemischt. Das bringt Unglück. Wir haben von Anfang an, seit unserer ersten Tour, die nicht auf Kamera ist. Und zwischen mir und Josef ist immer irgendwie ein Bollwerk. So eine Art Mauer, die Grenzen bewahrt. Ja, das stinkt wie Sau. Hör mal an, das ist doch mal zu jetzt in deinem Kräftenloch. Jetzt ist doch schon vorbei. Das ist doch schon vorbei. Krassiges Köpfchen. Herrlich. Es regnet immer noch. Ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn man an der frischen Luft. Mach mal her. Nee, das. Die Scheiße. Die räudige Scheiße. Die räudige. Oh, wo ist jetzt meine scheiß Lampe hin? Was ist da los? Was denn? Nee. Das ist doch wieder drüben, oder? Ja, okay, das ist eigentlich nicht so, oder? Fühlt er schon wieder den Scheiß? Ah, ich hab's ja. Leg dir mal Feuer nach, bitte. Ja. Boah, stinkt. Aber nur als stinkt. Ich weiß es nicht, ob ich dann. Oh, das wie in der letzten Zeug. Folge. Ii, ist das ekelhaft. Sag mal, hat irgendeiner geschissen hier? Stinkt's nach Scheiße? Ist das herrlich. Ich wollte nur aufscheuchen zum Feuer nachlegen. Wir sind ja aber Experten in Sachen Sinnhaftigkeit. Ich habe hier einen präparierten Gurkenlöffel. Ihr seht, da sind Löcher drin. Die wurden reingebohrt, damit man nicht immer die gute Brühe mit hochholt. Und man die Gurken aber auch nicht beschädigt durch eine Gabel. Der Löffel bekommt nachher auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Das erfahrt ihr dann aber später, also bleibt dran und seid gespannt. Okay, hier, das bleibt schön dran. Abgespült. Hier ist mein Brandy. Ein Schweizer mobiler Outdoor-Grill. Den haben wir schon mal benutzt. Auf älteren Touren. Den packe ich jetzt aus, dann werden wir danach auch unsere Patties drauf braten. Oder grillen, besser gesagt. Das ist relativ simpel aufgebaut. Wir haben hier eine Stange mit dem Gewinde. Den tun wir dann hier reinhämmern. Oder es geht auch so. Dann haben wir hier die Grillplatte. Rost. Da wird hier dazwischen geklemmt. Halt. So, da kann man das nämlich hier drauf machen.
dann hält er nämlich. Dann kann man den vor, zurück machen, dann hält man den gerade und kann den hoch und runter machen. So, fertig. So schnell geht das. Ein mobiler Rost wird zwischendurch in weniger als einer Minute aufgebaut. Ist auch fein verarbeitet. Also gibt es nichts zu meckern. Auf Aluminium? Nein. Nicht der Rost, ich meine den Puffen. Ja. Die Stange ist, glaube ich, das Aluminium. Ich würde sagen, die Stange ist das Aluminium. Die Stange und der. Das Ding hier vielleicht noch, ja. Der Rest ist aus Edelstahl. Gut. Und da kann man den auch schön beiseite schwenken, wenn man nicht mehr braucht. Scheiß Geweih. Räudiger Spielung. Spielunkenkacke. Räudiger Spielung. Jo, ist da weitergehen. Die Jungs wollen endlich Essen haben. Warte mal, Josef, mach mal wieder runter. Ich bin mit dem Umgang noch nicht vertraut. Unterwiesen worden. Doch, ne? Ja, nicht ganz so weit. So, ja. Ich habe jetzt hier 1 Liter Sonnenblumenöl mit für die Pommes. Pommes! Die Pommes müssen sich komplett aufsaugen. Pommes Fritz. Ich muss sagen, es darf kein Öl mit nach Hause kommen. Ach, da ist man nur, jeder nur eine Pommes, dann ist man nur das hat, oder? Du isst 2. Ja, okay. Mal bitte hoch. Josef, super, super, dass deine Hand im Weg ist. Ja, Entschuldigung. Das Geräusch ist geil. Boah, wenn ich schon wieder diese Nadeln da drin sehe und die Verkottung. Die Verkottung. Das ist der Rest von Omas Glühweinbude. Muss verkottet sein. Nee, da ist nicht was dran. Ich hab ausgewaschen. Die Pommes werden nach Glühwein schmecken. Geil. Die werden nach Fett schmecken. Die werden auch fett schmecken. Fettigen Fett, das Backen ist auch hieß. So, wir haben kein Thermometer mit. Und? Hättest du gesagt. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt einen Ölbrand haben. Dann rennen wir alle Scheiben weg. Dann kriegen wir den ja nicht runtergeholt, weil der die Finger verbrennt. Dann müssen wir dann den Deckel drauf machen. Nee, wenn wir einen Ölbrand haben, dann hebt man den einfach so runter. Am Stock. Wenn wir einen Ölbrand haben sollten, seht ihr das übrigens nicht. Ja. Warum? Wo ist denn der Deckel, Josef? Wo man denn? Lass zum Löschen. Nee, lass mal, ich muss das sehen. Das da hier, ja, das da hier, das dazu machen kann, wenn das Ding anbrennt. Holzlöffel. Ist schlecht oder ist das gut? Ja, das Öl fängt an zu kochen. Ist das gut? Das ist heiß. Halt mal ein Holzstäbchen rein. Warum? Ja, am Holzstäbchen, wenn man mit Blasen schlägt, dann ist es gut, das Fett zu verzieren. Du kannst doch einfach mal so eine Pommes reinschmeißen, ja? Warten Sie. Ich komme noch ein Stück ran mit der Kamera. Oh, ich hab. Ja, ich habe Angst, ich stehe bitte. Das Öl ins Feuer. Alles ist heiß. Ich hab viel. Ja, aber das Öl ins Feuer. Ich habe Angst um mich auch noch. So, Tino, wir können ja mal die Leute fragen: Habt ihr schon mal im Wald frittiert? Hm. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare, ja. Und die Frage ist: Kommt das jetzt an unser dekadentestes Essen ran, was wir bisher im Wald gemacht haben? Die Roulade. Und eine Roulade. Denk dran, nicht die Josef kriegt. Liebes Essen, ne? Und er kriegt den Josef. Ja, den Karnickelkopf. Ist schon, was man nicht alle Tage so im Wald macht, ne? So ein Pommes frittieren. Ich habe auch Pommes gewürzt mit einer. Ich kann dich mit dieser Rentiermütze nicht ganz ernst nehmen. Das ist auch ein solcher Erfolg. Es ist ja auch eine winterliche Bayertagsfolge. Winterliche Winterfolge. Auch wenn im Wetter mal kein Schnee liegt. Leider. Ja, vorhin nach noch morgen, ja. So Freiluft frittieren haben wir noch nicht gemacht. Wir sind uns gerade ein bisschen unschlüssig, ob wir das richtig machen. Wir wollen ja hier auch keinen Fettbrand verursachen. So, wir legen jetzt die Patties drauf. Wir haben jetzt eben mal bei den Pommes durchgerührt. Ja, ich habe eher das Gefühl, dass wir hier gerade eine Kloßmasse verursachen.
Und ich brauche noch eine Scheibe Käse. Ja, mit dem Pommes ist es ein bisschen komisch. Ja. Irgendwie wird das Sonnenblumenöl verdünnt, aber es sieht immer aus, als die nur kochen. Das sind Kochpommes. Aber ich sehe schon die Kommentare. Sind so viele Pommes drin? Ja, seid ihr zu blöd zum Kochen? Oder? Zum Frittieren, nicht zum Kochen. Frittieren ist kein Kochen, oder? Sind wir uns da einig? Ja. Ja, aber dafür, dass wir das erste Mal machen jetzt hier, sieht es doch eigentlich gar nicht so richtig aus. Na, wir machen jetzt hier eine schöne Käseglocke drüber. Die nicht ganz passt, weil die Patties zu groß sind. Ah, schön. Also die Pommes, ich glaube, wir essen heute nur Burger. Mit den Pommes, das wird wohl... Wir haben ein Glas Mayonnaise, das hat so viele Kalorien, das reicht für alle. Ja, aber die Pommes sind auch sehr nährhaltig, ne? Ja, die sind so fettig. Ja, da bist du, glaube ich, wenn du 5 Pommes isst, bist du satt. Gesättigt. Ja, dann, dass du dich übergibst, weil dein Körper so viel Fett nicht haben will. Das kann auch passieren. Achtung. Ein minimaler Knack ist zu spüren. Tada! Jetzt. Also ich würde heute gerne was anderes sagen, aber es riecht heute einfach nur extrem nach Fett hier. Ja? Aber also, es tut mir leid, Leute, aber es ist wirklich so. Ja, wenigstens ein paar gescheite Burger haben wir hinbekommen. Ja. Dass wir heute ohne Pommes ins Bett gehen, naja, schadet uns jetzt auch nicht. Ich werde trotzdem ein paar essen. Einfach weil ich das machen möchte. Wir stehen jetzt hier eine halbe Stunde vor diesen in Öl kochenden Pommes, ja? Was soll denn das? So eine Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht den Jahrens, ey. Das ist ja nicht ganz koscher, aber die Vermutung liegt einfach nahe, dass wir zu viele Pommes reingemacht haben für die geringe Menge Öl. Ja, während die Kommentare merken, wird das schon schreiben. Ja, da nicht so viele Pommes reingemacht. Ja. Ah, aber wir machen das erste Mal, Leute. Dann macht euch schon mal Salat und Soße und dann kommt er vorbei und dann kriegt ihr euren Patty drauf. Jawohl, Chef. Oder? Jawohl, Chief. Was sind das für Soßen? Steht da drauf? Barbecue und einmal das ist Big Mac Soße links. Was ist das da? Das ist Mayonnaise. Nee, das? Das ist dieselbe Soße Big Mac wie das. Achso, die geil ist. Big Mac Scheiß, weil Barbecue ist nicht. Die Big Mac Soße ist das, ja? Okay, das ist nicht so, oder? Ist nicht erst die. Ich dachte, ihr seid ein bisschen schneller, das ist so nervig mit euch, Alter. Ja, kannst du auf Burger machen? Ich mach überall Mayonnaise. Ja, drauf. Du machst das schön. Ja, übrigens, gell? Ja, Entschuldigung. Es ist lachig kalt. So. Steht halt alle gegenseitig im Licht, ist okay. Jalapenos. Nichts geht über Jalapenos. Na, hat er wieder Stück auf. Ich hab noch kein Messer, ich kann's falsch schmieren noch nicht. Ich hab ein Messer. Das ist voll mit Zeug. Bitte mach den Teller leer, ich will nachher auch noch essen. Teller leer? Ne, mein Teller ist das, wo das Gemüse drauf liegt. Scheiße, das ist falsch angefangen hier, ich hasse alles. Ja, so jetzt. Was? Ja, oder hier? Oder hier? Wie macht das Ding? Ist das auch der, der runtergefallen ist, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist auch scheißegal. Das kennt man nicht mehr. So. Herrlich. Guten Morgen, jetzt gibt's einen Trunk. Ah, das sieht gut aus. Schmecken sie auch? Ja. Du musst ja das nicht. Ricardo, du bist auf jeden Fall voll im Dunkel verschwunden. Sehr lecker. Scharf. Können wir noch ein Bild machen. Psst. Josef. Josef. Psst. Action. Josef. Psst.
hinten schon der Dack. Alter. Hey, Günther. Hier wird nicht in der Stube geraucht. Echt mal, was tust du denn in der Stube quarzen? Ich bin der Indianer, ich darf das. Mach dich vor die Tür. Ich verbreite Glück und Frohsinn. Und Frieden, Jura. Lasst euch benebeln. Einer, der hinten aus dem komischen Pfeifenloch rausguckt. Mein Günther. Ist das widerlich? Am frühen Morgen muss man schon mal seine Stange polieren. Ach, der macht das gleich rein. Ja, damit mit der Brandy-Stange, damit du nichts klauen kannst. So, Pflege der Arbeitsmittel ist immer ganz wichtig. Wenn man abends keinen Bock mehr hat, sollte man das mindestens am nächsten Morgen tun. Du brauchst nicht mehr in der Lage dazu. Ich? Nö. War einfach nur müde, sag ich doch. Einfach nur müde. Aber der Brandy ist geil. Wir benutzen ihn eigentlich viel zu selten. Ich habe noch nie so einen geilen mobilen Rotz gesehen. Selbst Gadget-Ricke ist begeistert. Ja, aber Gadget-Ricke ist leider zu geizig. Nee, erstmal gucken wir den auch. Ich pack mal rum in die Liste rein. Videobeschreibung, wo wir mal unsere Gegenstände reintun. Ja, den gibt es irgendwie nicht so wirklich anders oder nachgemacht. Nee, es, also ich habe mal geschaut. Das ist so ein sogenannter Jägergrill eigentlich, oder wie habe ich es gelesen? Doch, ich glaube. Okay. Ich habe den mal bei einem großen namhaften, in einer namhaften Outdoor-Kette gekauft. Weil ich den nur geil fand. Da war mir der Preis egal. Hashtag seinen. Das ist so viel gemacht, dass ich. Ja, voll, naja, mit anderen was haben, nicht wie du. Egoistenschwein! Sieht aus, als kippt die Scheiße gleich um. Was soll denn das umkippen? Das verdreht. Ja, und? Ja, ich rede mit mir. Antworte mir nicht. Doch, weil das sehr lustig ist. Das ist sehr lustig. Das Frittierfett nehmen wir natürlich wieder mit nach Hause. Nicht, dass er denkt, dass wir das hier irgendwo entsorgen. Ne? So, das machen wir nicht. Herrliches Zeug. Da macht sich Josef im Winter Kerzen draus. Oder für die nächste Tour nehmen wir es nochmal. Ja. Da kommen wir mal schöne Fischstäbchen, ne? Alten Frittierfett. So, da brauche ich doch noch das dritte Glas. Ich habe nämlich diesmal extra Gläser mitgenommen, was ich sonst nicht mache, weil es zu schwer ist. Aber ich wusste ja, dass ich irgendwie wieder mein Frittierfett mit nach Hause nehmen muss, sicher. Sicher ist sicher. Genau. So, ich glaube, unser Wasser kocht. Oh ja. Ja. Das sieht aber wirklich, wer hat denn das Treibbein aufgestellt, welcher Ochse? Ja, das sieht ich aus. Hatte nur eine Hand. Ich hatte nur eine Hand und Josef stand daneben und hat mich ausgelacht, statt mir mal zu helfen. Nee, du hast zwei Hände gehabt. Der nee. Topf stand daneben. Nee, in der anderen Hand hatte ich den Topf. Nee, den hast du daneben gestellt. Ist ja auch scheißegal. Ja. Aha. Achso, ist scheißegal, wenn es um dich geht. Außerdem rede ich nicht. Ich rede mit mir selbst, antworte mir nicht. Okay, Gollum. Keine Scheiße. Na, fängt er dann an, sich langsam die Haare rauszureißen. Naja, so ist das. Heute fällt das Frühstück aus. Ja. Nicht, dass wir nichts mit haben, sondern wir haben einfach mal gestern 11:30 Burger gegessen. Und sehr, sehr schwere Pommes. Keiner hat Hunger. Ja. Das stimmt. Gibt's noch eine gute heiße Simone? Ja, ein bisschen Zitronenblätzchen. Zitronenplätzchen.
ist denn jetzt? Man wird langsam alt. Du bist alt. Alt und fett. Alt und fett. Alt und fettig. Das sehe ich, denke ich auch. Ich war nicht in der Maske, ey. Du machst dir die Kamera an. Du siehst genauso ja. Du bist zerstört. Ja, wie ein richtiger Loden-Nego. Vom Zuckerhut. Vom Zuckerhut geküsst. Wir kommen zum Gadget unserer Tour. Ein Dreibeinhalter mit Kette zum Verstellen. Kann ich hier festklemmen. Damit die Höhe verstellen, wenn ich das möchte. Und das Lustige ist, ich brauche nur 3 Stöcke, die wir uns hier vorbereitet hatten. Es wiegt quasi nichts, ist aus Blech. Und auch mit 3 Stöckern kann ich mir jederzeit ein Dreibein bauen. Was halt auch einiges an Gewicht hält, solange die Äste mitmachen. Wir wollen es demnächst mal testen mit einem vollen Dutch Oven. Aber wir sind ein bisschen bisher begeistert davon. Es gibt es auch von namentlichen größeren Herstellern. Ich habe es jetzt aus dem China-Shop bestellt für 4,50 Euro. Aber armenfrei. Also wie gesagt, genial. Für keine Kosten eigentlich. Aufbruchstimmung. Machst du eh nicht sauber. Doch, mach ich. Ja, ja, deswegen war die auch noch nass, als wir sie gestern ausgepackt haben. Ja, da fängt wieder an zu schimmeln. Weil ich gestern geriechen was. Lall. Was denn? Der Sack filmt ja. Ich bin gewundert, warum der so ruhig ist. Tag. Ich hoffe, ich immer so filmen früh. Ich bin auf Pedal. Ich muss. Ich rasiere mich hier aus. Ich, wie Richard Entlauer. Genau. Gott. Das erinnert mich immer an den Umbau vom Zelt, als wir so reingelaufen kamen. Sind wir durch? Sind wir durch? Ein Wort. Mehr sage ich immer nicht, das wisst ihr ja. Ja. Was ist denn mit dir? War eine ziemlich lustige Tour. Josef hat schon das mit sich und seinem Körper zu tun. Mhm. Vor allem mehr mit seinem Körper als mit sich. Gar nicht. Dann spricht der pure Neid aus den Augen. Ja, der Neid. Herrlich. Ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen. Ich habe irgendwie 8 Stunden geschlafen wie ein kleines Baby. Ja. Das war herrlich. Hast du auch geschrien die Nacht? Ja, Josef hat ab und zu mal ein paar Stinkbomben losgelassen. Aber das ist was du mit Hause. Nee, nee, nee. Flötenspieler. Ja, genau so. Konzert. Das ging gar nicht. Ja. Naja, ansonsten, diesmal wurde nicht so viel gespeist. Wobei, wir haben 11:30 Uhr nachts Burger gemacht mit geilen Pommes. Mit den fettigsten Pommes, die man je gegessen hat. Und ist mir jetzt auch schlecht. Ja, da haben wir jetzt einen kleinen Fluch wieder, den müssen wir nochmal... Ja, mit den Pommes müssen wir uns nochmal schlau machen. Mit den Pommes machen wir nochmal andermal, aber anders. Anders. Vielleicht mit 3 Pommes weniger im Topf. Mit einer richtigen Fritteuse. Ja. Hast du eine Steckdose oder was? Neben Waschbecken ist er noch frei. Neben Waschbecken die Steckdose. Das sind die Blöde. Stimmt. Naja, gut. Oh, Hunin und Munin kommt nochmal. Na ja, gut reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Das ist doch so, Junge. Gastiger. Zünden.